Hörst du dich? Ja. Alles klar. Was darf vor keinem Konzert fehlen? Richtig, der Soundcheck. Musikcoach und Bandmitglied Scoop gibt noch ein paar letzte Anweisungen. So, wir brauchen jetzt hier die Akustikgitarre für alle. Alins Akustikgitarre war das letzte Instrument, das noch kontrolliert werden musste. Jetzt einmal alle zusammen bitte. Der Soundcheck ist abgehakt. Die Gäste können kommen. Ich bin bereit, mit zu rocken. Ich freue mich auf, um mit den Leuten zu kommen. Du freust dich auf die Leute und mit denen zu rocken, sagst du? Ja, auf jeden Fall freue ich mich drauf. Ja, auf jeden Fall schon aufgeregt heute Abend. Thomas, wie sieht's bei dir aus? Bist du auch aufgeregt oder eher cool? Ja, cool. Worauf freust du dich am meisten heute? Auftritt, Leute, was ist die Vorstellung? Die Band Exchange feiert an diesem Abend drei Sachen. Den Auftritt an sich, ihr 15-jähriges Bestehen und die Veröffentlichung ihrer zweiten, selbst aufgenommenen CD. Ein ganzes Jahr lang haben die 7 Mitglieder fleißig an der neuen CD gearbeitet. Man kann so schlecht gelaunt sein vorher, man kommt zur Probe und dann spätestens in 15 Minuten ist man wieder gut gelaunt, hat ein Lächeln im Gesicht. Also das ist echt so, die Freude, die Motivation von den einzelnen Leuten ist echt super. Langsam aber sicher füllt sich der Saal des Einathener Dorfhauses. Der Blick in die Gesichter der Bandmitglieder verrät, die Vorfreude ist groß, die Nervosität steigt natürlich auch. Wenn ich denn meistens zum Auftritt komme, dann ist man meistens dann immer so aufgeregt am Anfang. Aber wenn man denn einmal dran ist, dann lässt es nach. So, vielen Dank, viel Spaß mit den Bands und ja, geht's los. Es war letztes Jahr Urlaub auf Mallorca. Es war letztes Jahr Urlaub auf Mallorca. Urlaub auf Mallorca. Die Band Exchange ist aus einem Projekt des Einathener Jugendtreffs Inside entstanden. Ja, es ist also so gekommen, dass ein Teilnehmer, der jetzt noch mitspielt, irgendwo in Eupen an ein Camp teilnehmen wollte, für Musik mitzumachen. Die ihm gesagt haben, nur mal leider können wir dich nehmen wegen deiner Beeinträchtigung. Und die Schwester damals von ihm war bei uns tätig und hat das mit mir darüber gesprochen. Und wir haben dann in dem Sommer auch ein Sommercamp angeboten, auch Musik. Und dann ist er mit eingestiegen. Und da ist die Idee entstanden, vielleicht auch eine Band für Leute mit einer Beeinträchtigung anzubieten. Ich hab ein Traktorrasenmäher und ich fahre auf der Autobahn. Nach einer guten Dreiviertelstunde war der Auftritt von Exchange zu Ende. Eine Zugabe durfte natürlich auch nicht fehlen auf die nächsten 15 Jahre. Dankeschön!